Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Die erste Mondlandung ist für uns das perfekt inszenierte Event. Ja, das ist eine Metapher für diesen Traum, einen Menschen auf den Mond zu bringen, daran zu arbeiten, lange, lange darauf hinzuarbeiten und dann doch eine perfekte Inszenierung hinzubekommen, die so perfekt ist, dass es sogar Stimmen gibt, die sagen, dass die gar nicht wirklich auf dem Mond waren. Ja, es geht um Leidenschaft in das, was wir tun. Also wir stehen jeden Morgen auf und spüren diese Leidenschaft. In Leidenschaft gibt es auch das Wort Leiden natürlich, das gehört auch dazu. Und das ist ein Kick, ein Gänsehautgefühl, in dem man es schafft, eine Botschaft in eine andere Kommunikationsebene zu transportieren. Und diese Kommunikationsebene wird erreicht und die Botschaft kommt an. Das ist der Kick und das ist das, warum wir diesen Job tun. Und warum wir diesen Job so gerne und wahrscheinlich deswegen auch so gut tun. Wir haben vor 12 Jahren gegründet von einer Zwei-Mann-Klitsche im Wohnzimmer mit viel Freizeit zu einer jetzt mittelständischen Agentur mit weniger Freizeit, aber dafür natürlich auch unheimlich viel Freude, unheimlich viel Spaß bei der Arbeit. Ich denke mal, wir haben zwei Alleinstellungsmerkmale. Und das eine ist dieses Thema eines perfekten Handwerkers. Wir sind einfach in dem, was wir tun, unheimlich perfekt in der Realisierung. Das geht manchmal ein bisschen zulasten der Kreativität, weil man dadurch ganz oft sagt, kann man das überhaupt durchführen für das Geld? Aber das ist eins der Punkte, die uns auszeichnet. Und auf der Produktseite sicherlich das Thema der Live-Kommunikation für Familien mit Kindern. Wir betreuen jetzt ja schon seit 12 Jahren Lego, mittlerweile europaweit. Und das hat uns ein unheimliches Alleinstellungsmerkmal gegeben, wo wir wirklich merken, dass Kunden bei uns anrufen, weil sie diese Expertise der Familien mit Kindern einfach, die sehen, dass wir dazu wirklich eine Expertise haben, dass wir Ahnung haben und dass wir dazu auch unsere Kollegen weiterbilden und unsere Netzwerke daraus auch ausbauen. Das ist sicherlich auch der stärkste Alleinstellungsmerkmal, den wir haben. Wir sind aufgeteilt in 4 Divisions bzw. Gesellschaften bei uns, die auch genau das sagen, was wir tun. Wir haben einmal die Full Moon Promotion. Da sind wir ganz stark in dem Thema Dienstleistungspersonal. Wir stellen zum Beispiel Personal für die Automobilmuseen in Deutschland. Dann gibt es die Full Moon Event Marketing. Die macht das, was man klassisch von einer Eventagentur kennt. Messestände, Roadshows, Veranstaltungen. Dann haben wir die Full Moon Kids. Die hat ein Sammelsurium von Live-Kommunikationsmaßnahmen, die wiederum spezialisiert und gemünzt sind auf die Zielgruppe der Kinder. Und für uns kommen sekundär immer die Familien dazu. Die sind ganz, ganz wichtig, die Ansprache der Familien über die Kinder. Und dann gibt es eine 4. Division, die Full Moon Communication, die mehr dieses Thema Online-Themen, App-Programmierungen, klassische Werbung, weil die Live-Kommunikation sich in den letzten 10 Jahren ganz stark gewandelt hat. Früher waren wir Eventler, Messebauer etc. Heute machen wir Live-Kommunikation. Das ist viel stärker vernetzt mit PR, mit neuen Medien, mit Social Networks. Es ist einfach, ja, das hat sich ganz, ganz stark verdichtet, das Ganze. Ja, warum Farmup? Das hat sich gewandelt. Am Anfang dachten wir, Farmup wäre wichtig, um besonders wahrgenommen zu werden bei Kunden, um eine gewisse, ja, einen gewissen Respekt zu bekommen, eine gewisse Seriosität. Das war unser Anfang. Und wir dachten, vielleicht kann man auch leichter einen Award gewinnen, was sich gezeigt hat, was nicht der Fall ist. Aber das waren so die Anfänge, die unschuldigen Anfangsgedanken.
Mittlerweile wissen wir das Netzwerken am meisten zu schätzen. Auch wenn wir manchmal natürlich Mitbewerber sind bei Ausschreibungen, bei Pitches. Aber wir wissen das sehr zu schätzen, die Kollegen auf dem Markt zu kennen, mit denen wegzugehen, sich auszutauschen. Auch Lösungen zu suchen, wie wo kriege ich die günstigste Versicherung, die für uns perfekt ist? Oder wie sieht es arbeitsrechtliche Situationen aus? Also auch diese Beratungskomponente des Verbandes. Und für mich ganz klar das Thema Kollegen, Gleichgesinnte kennenlernen, treffen. Man hat wirklich mittlerweile richtige Freundschaften geschlossen und das ist für mich sehr, sehr wichtig. Ich bin Tim Höchel. Ich bin einer der zwei Gründer von Agentur Full Moon. Wheel stop. Roger, wheel stop, Discovery. Welcome back. A great ending to the new beginning.